Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska. Guten Abend. Seit einem Jahr nun haben Sie verhandelt und dabei immer wieder auf Granit gebissen. 9 Streikrunden hat es gebraucht zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn, bis Sie sich jetzt immerhin auf 2 Schlichter haben einigen können. Matthias Platzeck und Bodo Ramelow haben sich auf eine schwierige Mission eingelassen. Denn der Streik ist zwar erst einmal vorbei, ab morgen sollten die Züge wieder mehr oder weniger problemlos fahren. Aber ob die Schlichtung ab Mittwoch auch die Weichen stellt, um den Streit zu beenden, das steht noch gar nicht fest. Bevor ich gleich mit Bodo Ramelow spreche, Paul Pietras über einen Tag der leisen Hoffnung. Am Morgen sieht es noch aus wie jeder Streiktag. Wieder drängen sich Pendler vor dem Bahnhof, statt drinnen nach Plan zu fahren. Wieder sind die privaten Fernbusse hier in Leipzig voll und der ICE-Fahrplan ausgedünnt. Und doch ist heute alles anders. Mein Tag begann heute Morgen sehr schön, denn mein Radiowecker ging an und den ersten Satz, den ich höre, ist, dass der Streik ist beendet. Das ist schon mal gut. Sie müssen sich jetzt einigen und ich glaube schon, dass es jetzt irgendwie mal geklappt hat, weil was soll an Eskalation noch kommen? Der Streik wirkt nach. Noch den ganzen Tag müssen Bahnmitarbeiter ihre Kunden vertrösten. Nach 9 Streikrunden wollen auch die Beschäftigten nicht so richtig feiern. Ja, Sektkorken nicht knallen lassen. 19 Uhr Streik beendet. Ersatzfahrplan geht heute und morgen alles noch weiter. Aber auf alle Fälle für uns eine Erleichterung, definitiv. Kein GDL-Streik mehr, solange geschlichtet wird. Ein Fortschritt, der lange unmöglich schien. Nun verkaufen sich beide Verhandlungspartner als Sieger. Seit Wochen haben wir als Bahn eine Schlichtung über alle Sachthemen gefordert. Jetzt haben wir es geschafft, jetzt ist es endlich soweit. Die GDL hat das, was sie die ganze Zeit über eingefordert hat, nämlich ein schriftlich miteinander fixiertes Tarifzwischenergebnis, in dem klar und deutlich geregelt ist, dass die von uns vertretenen Mitglieder Tarifverträge auch erhalten werden, wenn es dem Arbeitgeber nicht gelingt, Tarifeinheit und einheitliche Regeln mit der anderen Gewerkschaft herzustellen. Wieselski glaubt sich am Ziel. Seine GDL dürfe nun eigene Tarifverträge für alle Berufsgruppen abschließen, ohne Rücksicht auf die größere Gewerkschaft EVG. Die gibt sich ihrerseits kämpferisch und hat am Rande ihrer Verhandlung mit der Bahn mit Warnstreiks nach Pfingsten gedroht. Schon wieder Streiks? Für viele Kunden hat das Ansehen der Deutschen Bahn längst gelitten. Sie trauen dem Frieden nicht ganz. Diese Einigung ist Schall und Rauch, weil es ist ja nur eine Friedenspflicht. Und wenn man sich nicht auf den Schlichterspruch einigt, geht alles wieder von vorne los. Man erwartet schon wieder fast den nächsten Streik. Bahn erstmal nicht mehr. Ich habe vor 2 Wochen einen Song zum Bahnstreik geschrieben und der geht so. Liebe mit dem Kopf durch die Wand, das mit dem Zug durchs Land. Das Ende des Streiks ist uns unbekannt. Mit dieser Bahn kommst du nicht nach Haus. Steig lieber aus und lauf. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich eine neue aktuelle Version zu der Entwicklung. Aber noch ist ja nicht klar, wie das weitergeht. Und solange das nicht klar ist, gibt es wohl nur einen Sieger im Tarifstreit, die Buskonkurrenten der Bahn. Allein der nun abgebrochene Streik soll ihnen das Vierfache der üblichen Fahrgäste beschert haben. So, und jetzt kommen wir mal zu den beiden Schlichtern. Von der Bahn benannt wurde Matthias Platzeck von der SPD. Der ehemalige Ministerpräsident von Brandenburg, der vor allem bekannt wurde als Krisenmanager während der Oderflut 1997, was ihm den Beinamen Deichgraf einbrachte. Der Mann ist selbst beim politischen Gegner beliebt und das, obwohl er seinen Posten als Aufsichtsratsvorsitzender beim Chaosflughafen BER hingeschmissen hat. Der Schlichter der GDL heißt Bodo Ramelow. Er ist amtierender Ministerpräsident von Thüringen, seit vergangenen Dezember der erste Landeschef, den die Linke stellt. Er hat langjährige Erfahrungen als Gewerkschafter und gilt als hartnäckiger Kämpfer, zum Beispiel als er sich für die Kaliberg-Leute im thüringischen Bischofferode einsetzte, als 1993 die Grube dicht gemacht werden sollte. Und genauso lautstark setzt er sich nun schon vor der Schlichtung für die Lokführer ein. Heute Morgen sagte er bereits, selten habe er ein so unprofessionelles Verhalten wie das der Bahn erlebt. Nun ist er uns zugeschaltet. Guten Abend, Herr Ramelow. Guten Abend, Frau Mioska. Herr Ramelow, warum haben Sie gleich so losgepoltert? Der Job heißt doch Schlichter und nicht Schürer. Nein, es geht ja nicht um Schüren, sondern ich habe einfach festgestellt, dass der Konflikt im letzten Jahr hätte gelöst werden müssen. Denn
Der Kooperationsvertrag, der 2007 zwischen der großen Gewerkschaft, der kleinen Gewerkschaft und der Bahn abgeschlossen worden ist, ist letztes Jahr im Sommer ausgelaufen. Danach hat die Bahn mit der GDL einen Einmaltarifvertrag abgeschlossen. Und seitdem hängt das alles ständig zwischen den Seilen. Und ich habe darauf hingewiesen, dass es jetzt 9 Streiks bedurft hat, damit gestern, und dafür bin ich dankbar, ein verbindliches Schlichtungsabkommen von beiden Seiten unterschrieben worden ist. Deswegen sage ich auch ausdrücklich Anerkennung an die Deutsche Bahn, Anerkennung an den Vorstand und Anerkennung an die GDL, dass das gestern Abend alles schriftlich auf Papier gebracht worden ist. Jetzt sind die Rahmenbedingungen geklärt, damit wir schlichten können. Jetzt aber nochmal, wenn man schlichtet, dann teilt man doch nicht gleich aus. Matthias Platzek ließ heute verlauten, Schweigen sei das Gebot der Stunde. War das nicht ein bisschen ungeschickt von Ihnen? Ich verstehe nicht, was daran ungeschickt sein soll, wenn ich in Thüringen erkläre, warum ich einige Tage als Ministerpräsident eine ehrenvolle Aufgabe wahrnehme, um ein Problem aus der Welt zu schaffen, das uns alle belastet, das die Bürger belastet, das die Bahn belastet. Aber vor allem geht es um Menschen, die jeden Tag zur Arbeit gehen und Millionen von Überstundenstellen haben. Die Lokführer stehen im Mittelpunkt, die Beschäftigten der Bahn, die Zugbegleiter, die 1 Million Überstundenstellen haben und die Lokführer, die 3 Millionen Überstundenstellen haben. Das alleine bei den Lokführern könnten 1.800 Menschen eingestellt werden, die dringend gebraucht werden würden, damit die Überstunden abgebaut werden. Und darum muss es uns doch gehen. Die Lokführer haben dafür gestreikt, damit sie endlich eine Vereinbarung bekommen, bei dem auch Ruhe und Pausen und Ausruhen alles mit in einen Tarifvertrag hineinkommt. Was wir nicht uns erlauben können, ist einfach weiterhin zuzulassen, dass diese eine Berufsgruppe und die damit verbundenen Kolleginnen und Kollegen ständig überlastet werden. Jetzt wollen wir uns mal angucken, wie weit wir sind in dem Tarifstreit. Beide Parteien verkaufen das heute als Erfolg. Die GDL sagt, sie werde einen eigenen Tarifvertrag bekommen. Die Bahn sagt, es werde keine Mitarbeiter erster und zweiter Klasse geben. Das heißt, die pochen weiter auf Gleichbehandlung beider Gewerkschaften. Das klingt irgendwie nicht anders als vorher. Naja, also das klingt nur so ähnlich. Aber tatsächlich steht in der Schlichtungsvereinbarung, dass die GDL einen Anspruch darauf hat, dass bestimmte Eckpunkte, auf die ich gerade hingewiesen habe, jetzt in eine verbindliche Regelung eingebracht werden. Die Regelung heißt Tarifvertrag und die Regelung des Tarifvertrages gilt für die Mitglieder der GDL. Gleichzeitig verhandelt die größere Gewerkschaft, die Eisenbahner Verkehrsgewerkschaft, ebenfalls um Tarifverträge. Und wenn es die Bahn schafft, dass die entscheidenden Passagen textidentisch abgeschlossen werden, kann man das nicht der GDL anlasten, sondern das muss die Bahn selber schaffen. Und ich habe viele Jahre meines Lebens Tarife verhandelt. Da musste ich auch mit konkurrierenden Gewerkschaften gemeinsame Ergebnisse erreichen. Ich glaube, dass ich die Problemlage einigermaßen überschaue und denke, dass es gelingt mit Kollegen Platzek zusammen. Und wir haben uns heute schon länger in Verbindung gesetzt und die Strategien auch abgesprochen. Ich glaube, wir erreichen das und wir wollen am 27. um 14 Uhr in Berlin beginnen. Und wir werden es sorgsam angehen, damit beide Parteien vortragen können. Und dann werden wir gemeinsam entscheiden, an welchen Verhandlungen wir bilateral, trilateral, gemeinsam oder auch getrennt so lange agieren, bis wir am 17. Juni zu einem auskömmlichen Tarifvertrag für beide Seiten kommen. Na, wir sind gespannt. Herr Ramelow, es kommt ja nicht so häufig vor, dass ein amtierender Politiker so eine Schlichtung annimmt. Machen Sie das auch ein bisschen, damit Sie das bevorstehende von Ihnen so verhasste Tarifeinheitsgesetz noch mal prominent verurteilen können? Nein, überhaupt nicht. Ich habe meine Auffassung dazu gesagt. Ich bin aktiver Gewerkschafter mein Leben lang gewesen. Ich bin Mitglied einer Gewerkschaft, die nicht dem Deutschen Beamtenbund angehört. Also eigentlich bin ich kein natürlicher Partner der GDL. Und für mich ist es trotzdem eine Situation, dass ich sage, die Tarifeinheit, die wir dringend bräuchten in Deutschland, muss wachsen über eine Flächentarifgestaltung, die dazu führt, dass zum Beispiel alle Bahnanbieter den gleichen Tarifvertrag zahlen müssten. Wir brauchen eine Stärkung des Flächentarifvertrages. Die GDL hat dafür keine Absage erteilt. Die GDL hat immer nur gesagt, wir vertreten eine bestimmte Berufsgruppe oder bestimmte Berufsgruppen, die unterrepräsentiert worden sind aus der Sicht der GDL. Und ich verweise noch mal darauf, 3 Millionen Überstunden zurzeit aktiv bei den Lokführern. Das ist ein unzumutbarer Zustand. Ich finde, wir haben es alle verdient, dass es die Lokführer entspannt auf die Maschinen sich setzen können und die Schichten so aufeinander abgestimmt sind, dass Lokführer auch Pause machen können, ausreichend Pause machen können. Sagt Bodo Ramelow. Es geht auch um die Sicherheit. Ja. Es geht um die Sicherheit Vielen der Dank, Kunden. Es sind immerhin einige tausend Menschen, die in dem Zug auch drin sitzen.
Das haben wir jetzt längst verstanden. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Bodo Ramelow, der neue Schlichter im Bahnstreit. Vielen Dank. Bitte gerne. Und den derzeitigen Waffenstillstand im Bahnstreit kommentiert jetzt Holger Ohmstedt vom Norddeutschen Rundfunk. Schlichtung hat noch lange nichts mit Ruhe zu tun. Der Zirkus um die Bahn wird weitergehen. Nur in die Manege steigen andere. Nicht mehr der Verzögerer Weber von der Bahn und der Streithammel Weselski von der GDL, sondern die Schlichter Ramelow und Platzek. Dem PDS-Polarisierer Ramelow ist heute nichts Besseres eingefallen, als schon vor Beginn der Schlichtung gegen die Bahn zu pesten und sie als unprofessionell zu beschimpfen. Und was hat sich die Bahn dabei gedacht, gerade Platzek zu benennen? Vielleicht baut sie darauf, der würde es schaffen, Verständnis für den sturen Weselski aufzubringen. Hat Platzek doch jüngst so viel Verständnis selbst für Putin aufgebracht? Platzek forderte im Ernst, die russische Annexion der Krim solle jetzt völkerrechtlich geregelt werden. Diese Schlichtung steht unter keinem guten Stern und jeder Bahnkunde, der heute vorschnell aufgeatmet hat, muss wissen, ein schlichter Spruch ist am Ende ohnehin nicht verbindlich. Die Tarifparteien werden ihn beraten und dann entscheiden, ob sie die Empfehlung annehmen oder nicht. Bisher sind die Positionen unversöhnlich. Die GDL kämpft nicht um mehr Geld oder bessere Arbeitsbedingungen, sie kämpft um ihr Überleben. Gewinnt sie in den nächsten Wochen nicht genug neue Mitglieder, wird sie ab Sommer machtlos sein und untergehen. Und genau darauf baut der Tarifgegner. Die Bahn muss nur lange genug durchhalten, dann erledigt sich das lästige Problem mit der GDL fast von selbst. Denn morgen will die Große Koalition endlich ein Gesetz beschließen, das den Zwergengewerkschaften die Macht nimmt. Tritt es im Juli in Kraft, heißt es für Weselski und die GDL dann nur noch Ende der Durchsage. Holger Ohmstedt kommentierte. Und wir blicken nach Syrien. Die Terrormilizen des sogenannten Islamischen Staates haben auf ihrem Gewaltmarsch durch den Nahen Osten schon einige Kulturstätten dem Erdboden gleichgemacht. Doch die Nachricht, dass jetzt die antike Oasenstadt Palmyra eingenommen wurde, versetzt Archäologen in besonders große Bestürzung. Königin der Wüste wurde diese Stadt einst genannt, von der noch heute viele gut erhaltene Ruinen stehen. Noch. Denn diese einstige Touristenhochburg ist jetzt womöglich dem Untergang geweiht. Zuletzt hatten wir gehofft, der IS könne in Syrien zurückgedrängt werden. Doch die Milizen sind noch lange nicht gestoppt. Mittlerweile haben die Kämpfer des IS die Hälfte des Landes erobert. Volker Schrenk. 2000 Jahre alte Ruinen zeugen einer großen Zeit. Palmyra, die Handelsstadt, lag mitten in der Wüste, in einer Oase. Wasser gab der Stadt das Leben, Karawanenhandel den Reichtum. Vielfältige Einflüsse verschiedener Kulturen mischten sich hier. Für die Terrormiliz IS sind die Zeugnisse von Vermischung und Vielfalt Teufelswerk und müssen zerstört werden. Nimrod pulverisiert. Ein Gott, eine Lehre, eine Wahrheit. Es ist die Diktatur der Einfalt. Kunstschätze bei Mossul zerschlagen. Das zu zerstören ist die maximale Provokation des Westens. Es geht dem IS, ging dem IS in Nimrod und in Hatra und in Ninive nicht so sehr darum, den Leuten dort ein Signal zu geben, sondern das waren Signale an den Westen, an die internationale Öffentlichkeit, indem man sagt, wir trampeln auf dem herum, was euch besonders wichtig ist. Die syrischen Regierungstruppen haben jetzt in Palmyra den Kampf gegen die Terrormiliz verloren. Die historische Wüstenstadt sei vollständig in den Händen des IS, berichten Aktivisten. In der modernen Siedlung, die an die historischen Ruinen grenzt, soll es erste Enthauptungen gegeben haben. Syrische Exiloppositionelle fordern, die Weltgemeinschaft müsse sich endlich aktiver am Kampf gegen den IS beteiligen. Palmyra ist von größter historischer Bedeutung. Die Welt schaut jetzt seit ein paar Tagen voll Sorge auf diese Stadt. Doch man darf nicht vergessen, dass jeden Tag hunderte Menschen sterben in Syrien und ihr Blut überall im Land vergossen wird. Alexander Prus, der Altertumswissenschaftler, hat selbst viel in Syrien geforscht. Er kennt die antiken Städten und ihre Bedeutung für die Menschen, für die Wissenschaft und für Syrien selbst. Wenn der IS weg ist, wird Syrien immer noch ein zerstörtes Land sein. Und es hat einen guten Teil seiner Vergangenheit verloren, jedenfalls der materiellen Spuren dieser Vergangenheit. Und deswegen wird es auch einen Teil seiner Zukunft verloren haben.
weil die Identität fehlt. Und ein Teil der syrischen Identität war eben die Berufung auf eine enorm reiche, sehr vielfältige Vergangenheit. Schon die Kämpfe gegen den IS haben den Monumenten in Palmyra Schaden zugefügt. Jetzt fürchten Menschen weltweit, die Terrormiliz könnte für ihr einfältiges Weltbild weitere Teile unseres Weltkulturerbes vernichten. In der BND-Späh-Affäre hat der Chef des Bundesnachrichtendienstes Schindley heute Versäumnisse eingeräumt. Das beginnen jetzt die Nachrichten mit Jens Riewer. Schindler sagte vor dem NSA-Untersuchungsausschuss im Bundestag, der Bundesnachrichtendienst habe die von den USA vorgelegten Suchbegriffe von Anfang an nicht ausreichend geprüft. Dem BND wird vorgeworfen, im Auftrag des US-Geheimdienstes NSA europäische Politiker und Unternehmen ausspioniert zu haben. Mit einer gehörigen Portion Selbstkritik kam BND-Chef Schindler zum Untersuchungsausschuss. Der BND habe in der Tat seit 2005 die Suchbegriffe der Amerikaner allenfalls auf ihren Deutschlandbezug hin gefiltert. Ein einzelner Mitarbeiter habe erst 2013 eine systematische Überprüfung vorgenommen. Die Kooperation zwischen der NSA und dem BND war vollkommen unkontrolliert. Er selbst, so sagte Schindler, habe erst in diesem Jahr von der Existenz der Liste mit den suspekten NSA-Suchbegriffen erfahren und habe diese Liste sofort dem Kanzleramt übergeben. Ich habe den Eindruck, dass innerhalb des Bundesnachrichtendienstes die Organisationsmängel sich darin fortsetzen, dass keiner wirklich die Verantwortung übernehmen möchte. Der BND-Chef warnte aber auch nachdrücklich davor, dass die BND-Affäre die Zusammenarbeit mit befreundeten Geheimdiensten beeinträchtigen könnte. Im Bundestag ist der neue Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels vereidigt worden. Er hatte bisher den Verteidigungsausschuss geleitet. Der Wehrbeauftragte gilt als Anwalt der Soldaten. Zugleich unterstützt er den Bundestag bei der Kontrolle der Streitkräfte, wenn es um Missstände bei der Bundeswehr geht. Bundeskanzlerin Merkel hat in einer Regierungserklärung zum Ukraine-Konflikt und dem Verhältnis zu Russland Stellung genommen. Dabei verteidigte sie die Entscheidung, Russlands Präsidenten Putin nicht zum Gipfel der führenden Industrienationen einzuladen, der in 2 Wochen im bayerischen Elmau stattfindet. Russland müsse sich an grundlegende Werte des Völkerrechts halten, so Merkel. Nicht nur die Bundeskanzlerin sieht mit Argwohn, dass es in Russland in Mode gekommen ist, wieder groß zu denken. Neu-Russland heißt die von Präsident Putin beschriebene Vision eines wiedererstarkten Imperiums. Und erste Schritte zu neuer Größe unternahm er mit der Annexion der Krim. Dass das Riesenreich Sowjetunion nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in sich zusammenfiel, das schmerzt Putin bis heute. Die EU hat ehemalige Sowjetrepubliken zu einem Gipfeltreffen nach Riga eingeladen, nämlich Weißrussland, die Ukraine, die Republik Moldau, Georgien, Armenien und Aserbaidschan. Über 3 dieser Länder zwischen Ost und West berichtet Olaf Bock. Aus Moskau sind in diesen Tagen eher selten versöhnliche Töne zu hören. So auch, wenn es um den EU-Gipfel zur östlichen Partnerschaft geht. Der Sprecher des russischen Außenministeriums formuliert es drastisch. Wir warten die Ergebnisse ab, aber grundsätzlich ist der Sinn der Partnerschaft eine eindeutig antirussische Zielrichtung. Hier streiten sich die russischen Gelehrten. Wie wird in Riga über die Ukraine und Russland gesprochen? Und was passiert, wenn die Europäer so weitermachen mit ihren Assoziierungsbemühungen? Für Russland sind die postsowjetischen Gussländer nicht nur eine Zone der strategischen Interessen, sondern der Lebensinteressen Russlands. Das ist der russische Unterbauch, das sind horizontale wirtschaftliche und politische Beziehungen. Russland will auf diesen Teil seines Körpers ungern verzichten, folgt man dieser Deutung, und übt Druck aus. Beispiel Armenien. Das Land näherte sich zielstrebig der EU an. Vor 2 Jahren war ein Abkommen schon fertig ausgehandelt, doch Russland nutzte seinen Einfluss. Es ist Armeniens größter Handelspartner und das Volk hängt komplett am russischen Gashahn. Es gab Preissteigerungen. Und seit den 90er Jahren treten die Russen als Schutzmacht gegen den Nachbarn Aserbaidschan auf. Mit einer eigenen Militärbasis gewähren sie den Armeniern eine Sicherheitsgarantie vor den hochgerüsteten Nachbarn im Streit um Bergkarabach. Die armenischen Politiker schreckten zurück und so ging die Reise statt in Richtung der EU, dann nach Osten mit dem Beitritt zur Eurasischen Wirtschaftsunion, dem russischen Gegenentwurf zur EU. Beispiel Weißrussland. Der sogenannte letzte Diktator Europas ist im Moment ein gefragter Mann. Alexander Lukaschenko bei den Minsker Friedensgesprächen.
Weißrussland profitiert gerade vom Konflikt der EU mit Russland. Politisch, weil der Westen ihn nicht mehr isolieren kann. Und wirtschaftlich, weil er wegen des Moskauer Embargos für EU-Agrarprodukte zu einem der wichtigsten Handelspartner Russlands geworden ist. Beispiel Republik Moldau. Vor etwas mehr als einem halben Jahr wurde das Abkommen über den zollfreien Warenverkehr mit der EU unterzeichnet. Die Exporte von Früchten und Wein stiegen drastisch an. Auch visafreies Reisen ist möglich. Doch der politische Weg der Republik Moldau provoziert Russland. Es gibt Embargos auf moldauischen Wein, Obst, Gemüse und Fleisch. Angeblich aus Qualitätsgründen. Auch Moldau ist abhängig vom russischen Gas. Und Russland beeinflusst das abgespaltene Transnistrien. Dort besitzen die meisten Einwohner russische Pässe. Dahin oder dorthin, von Partnerschaften ist die Rede, aber es sieht mehr nach Gezerre aus. Tja, die einen Ex-Sowjetrepubliken wollen eine klare Perspektive in der EU, andere wollen Russland nicht verärgern. Die Gespräche dürften also nicht alle einfach werden. Auf dem EU-Gipfel zur Ostpartnerschaft, auf dem sich die Staats- und Regierungschefs heute in Riga treffen. Und für uns ist Rolf-Dieter Krause in Riga. Welche Botschaft wird die EU aussenden mit einem Gipfel, den die Russen mindestens argwöhnisch beobachten? Nein, das ist eine gemixte Botschaft. Zum einen ist ganz klar, die EU betont, dass jedes Land das Recht habe, selbst seinen Weg zu entscheiden. Und anders als Russland akzeptiere man in Europa auch, wenn etwa ein Land wie Armenien nicht den Weg nach Europa suche. Auf der anderen Seite will man den Ländern, die das wollen, die europäische Perspektive bieten. Aber da muss man auch gleichzeitig die Ungeduld zügeln. Sowohl in den eigenen Reihen, in Polen und im Baltikum etwa, aber eben auch in den betroffenen Ländern. Von einem Beitritt ist noch nicht die Rede. Die Zusammenarbeit mit Europa kann auch anders funktionieren. Auch die Visafreiheit im Reiseverkehr, die dort sehr gewünscht wird, die wird es nicht sofort geben, aber man komme ihr näher und es fehlt noch einige Voraussetzungen, dann könne man sie auch einführen. Also es wird ein langsamer Prozess sein, Schritt für Schritt, nicht schnell, aber es wird ein Weg sein für die Länder, die es wollen, der sie näher an Europa heranführt. Danke für die Einschätzung. Rolf-Dieter Krause aus Riga. Und wir machen noch einmal weiter mit Nachrichten. Der Vorstand der Deutschen Bank bekam heute wütende Kritik zu hören von den Aktionären. Noch einmal Jens Riva. Bei der Hauptversammlung in Frankfurt am Main stießen vor allem die anhaltenden Rechtsstreitigkeiten auf Protest, weil sie die Gewinne schmälern. Kritisiert wurde auch die geplante Umstrukturierung mit dem Verkauf der Postbank. Die Vorstandschefs Jane und Fitschen wurden mit nur 61% der Stimmen entlastet. Aus Frankfurt Anja Kohl. Der Vorstand gelobte Besserungen, doch es gab Buhrufe, drastische Kritik. Die neue Strategie fiel bei den Aktionären durch. Sie sprachen von einer Bank im Niedergang, von Casino-Mentalität, einem Albtraum ohne Ende, einem nicht mehr glaubwürdigen Vorstand, einen Kredit an Vertrauen, den die Manager verspielt hätten. Diese räumten ein, das öffentliche Bild sei beschädigt, die Ziele in weiter Ferne, die Höhe der Rechtskosten, für die kein Geld zurückgelegt ist, unklar, aber dennoch, alles werde gut. Mit der neuen Strategie 2020. Sie stärkt das Investmentbanking. In Zukunft macht es 80% der Bilanzsumme aus. Das Privatkundengeschäft dagegen nach dem Verkauf der Postbank nur noch 20%. Co-Chef Andrew Jane wird für die Umsetzung der Strategie verantwortlich sein. Einst war er Chef des Investmentbankings, in dem die teuren Skandale liegen. Jane sei nicht die Lösung, sondern das Problem, so ein Aktionär. Ein anderer sprach von 8 verlorenen Jahren. In denen haben die Aktionäre rund 2/3 ihres Geldes eingebüßt. Die Strategie 2020 sei nur eine weitere Vertröstung. Aktionäre forderten heute eine Neubesetzung des Vorstands. Doch die Rückendeckung durch den Aufsichtsrat scheint ungebrochen. Insgesamt ging es an den Börsen leicht aufwärts. Der DAX stieg auf 11.865 Punkte und der Dow Jones Index schloss fast unverändert mit 18.287. Die Ölpest vor Kalifornien ist laut US-Küstenwache weit größer als bislang angenommen. Auf dem Pazifik soll sich bereits ein Ölteppich von 23 Quadratkilometern gebildet haben. Der Gouverneur rief den Notstand für die Region aus. Nach dem Bruch einer unterirdischen Ölpipeline gestern bei Santa Barbara sind bis zu 400.000 Liter Öl ins Meer geflossen. Im Weltfußballverband FIFA hat der schärfste Kritiker von Präsident Blatter, der Niederländer Van Praagh, seine Kandidatur zurückgezogen. 8 Tage vor der Präsidentenwahl rief er seine Anhänger auf, für den jordanischen Prinzen Hussein zu stimmen. Auch Hussein strebt eine Reform der FIFA an und ist nun der einzige Gegenkandidat zu Blatter. Soweit die neuesten Meldungen im Überblick.
Und wir bleiben? Bei mir, beim Fußball und bei mir. Natürlich. Genau. Seinen Spielern ordentlich die Köpfe zu waschen, das hat dem neuen Trainer des FSV Frankfurt wohl nicht gereicht. Er schickte sie gleich durch die Waschstraße. Ja, genau so eine, durch die normalerweise Autos fahren, um die drei Niederlagen in Folge aus den Klamotten zu bekommen. Ein anderer Trainer beschimpfte sein Team jüngst als Affen. Und ein dritter Verein zieht sich vor dem entscheidenden Spiel der Saison hinter Klostermauern zurück. Wenn nur noch Beten zu helfen scheint, dann versuchen es die Trainer mit verzweifelten psychologischen Tricks und Aberglauben. Denn der Showdown am Wochenende im Abstiegskampf der ersten und zweiten Liga verspricht, der spannendste aller Zeiten zu werden. Marc Schlömer. Ist das etwa das Abstiegsgespenst? Beim Hamburger SV im Trainingslager in Malente dieses sonderbare Wesen. Angeblich haust hier, wo der HSV sich abgeschottet, auf den letzten Spieltag vorbereitet. Angeblich herrscht hier der Geist von Malente. So genannt, weil sich hier 1974 die deutsche Nationalmannschaft auf die damalige WM vorbereitete und da schließlich Weltmeister wurde. In Abstiegsangst, hier nun also der HSV, auch aus Aberglaube, glorreicher Geist, düstere Zukunft. Ich glaube, der Abstieg wird eine Katastrophe, nicht nur für Hamburg, sondern auch für den HSV. Schon früher, als es in der Bundesliga noch Sportplätze und noch keine Arenen gab, Aberglaube allgegenwärtig. Ja, abergläubisch ist praktisch jeder Fußballer und auch jeder Trainer hat eine gewisse Art von Aberglauben. Wer über des Gegners Tor eine schwarze Katze schickt, muss um den Torwart der eigenen Mannschaft zittern. Oder man gibt der eigenen Mannschaft Tiernamen. Vom eigenen Trainer vorher beschimpft, hat Stuttgart danach gewonnen. Affentanz. Gar ins Kloster hat sich Hannover 96 zurückgezogen. Glauben an den Klassenerhalt. Beistand für den Tabellenstand. Das heißt aber nicht, dass ich im Kloster alle 24 Stunden auftauche und eine Kerze anzünde, das nicht. Kerzen anzünden gab's früher allerdings sehr wohl. Zuständig dafür die Spielerfrauen, die damals allerdings auch noch ganz anders aussahen. Und dann sind wir Frauen zur Kirche gegangen und haben die Kerze angesteckt. Aber ob Affen oder Kloster, Absteiger gibt's immer. Für manche wird's am Samstag gruselig. Bleibt nur noch die Frage an Sven Plöger, ob auch ein guter Geist mitmischt, wenn's ums Pfingstwetter geht. Ja, er mischt mit. Also vor allen Dingen am Pfingstsonntag in vielen Regionen Deutschlands ganz schön schön und teilweise dann auch bis 23 Grad warm. Das sind die schönen Nachrichten und manch einer will ja auch über Pfingsten ein bisschen verreisen. Deswegen an dieser Stelle kurz das Reisewetter. Und das beginnt in diesem Fall mal auf den Kanaren. Da sieht es prima aus. 25 Grad Sonne und Wolken. Und jetzt beginnen wir unsere Reise und reisen zunächst mal über die Iberische Halbinsel. Da wird es richtig hochsommerlich mit 30 Grad. Dann die Reise weitergesetzt. Italien und auch der Südosten Europas, da ist es schwüler mit Schauern und Gewittern bis 26 Grad. Wer die ganz große Hitze mag, schauen Sie mal, Griechenland, Südtürkei, 33 Grad, Schwarzes Meer, 30 Grad. Wir allerdings befinden uns im Umfeld dieser etwas kühleren Polarluft und das sieht man 17 bis 19 Grad, aber der kleine Geheimtipp ist hier Finnland. 19 Grad und Sonnenschein an Pfingsten. Jetzt gucken wir auf den Regen im Süden, der geht immer noch weiter hier über Bayern, schon seit 3 Tagen, teilweise über 100 Liter pro Quadratmeter sind gefallen. Bis morgen Abend kommen 15, örtlich vielleicht noch mal 20 Liter dazu. Das sieht man auf der Nachtkarte. Hier wird es regnen. Ansonsten klart es auf. Aus Nordwesten kommen ein paar lockere Wolkenfelder. Tiefstemperaturen in den höheren Tallagen der Mittelgebirge gehen durchaus mal runter auf 0 oder 1 Grad. Sonst 3 bis 8 im Köln-Bonner Raum 10 Grad und der morgige Vormittag. Diese Wolkenfelder sind unterwegs. Die schirmen die Sonne auch mal ein bisschen ab. Im Südosten immer noch der Regen am Bayerischen Alpenrand. Da war ein R zu viel. Am Bayerischen Alpenrand, da gibt es auch ein paar Tropfen. Und ansonsten ist es trocken mit Wolkenfeldern und Sonnenschein. Temperaturen dann meist 17 bis im Rhein-Main-Gebiet 22 Grad. Im Süden beim Dauerregen 10 bis 15. Der Wind um dieses Zwischenhoch drumherum. Südwestwind an Nord- und Ostsee. Zum Schluss der Blick zumindest mal noch auf den Samstag. In der Mitte ein paar Schauer und im Südosten sonst recht schön. Pfingstsonntag für viele Klasse 23 Grad im Westen. Also Karen, insgesamt ein Pfingstfest mit durchaus schönen Wettermomenten. Auch für die Finnen unter uns. Super. Danke, Sven Plöger. Ja.
Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit lauter tollen Frauen. Erst die Ladies Night und um 0 Uhr meldet sich Gabi Bauer mit dem Nachtmagazin. Wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin.